Die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen im Fokus der Demokraten. Dabei sind drei Punkte besonders wichtig. Sie wollen den Mindestlohn erhöhen auf 15 Dollar landesweit. Es soll gelten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Und Kurzarbeitsprogramme sollen eingeführt werden in Krisenzeiten. Und zusätzlich sollen auch noch Gewerkschaften und Mitbestimmung gesetzlich gestärkt werden. Es gibt allerdings noch einen weiteren Punkt, der in diesem Zusammenhang wichtig ist. Die Demokraten haben das Ziel, ein 2 Billionen Dollar Programm aufzulegen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Dabei geht es um saubere Energie, neue Mobilitätskonzepte. Und in diesem Zusammenhang sollen auch Millionen von gut bezahlten, gewerkschaftlich organisierten Jobs entstehen, die den Arbeitsmarkt wirklich nach vorne bringen würden. Die Republikaner machen Ankündigungspolitik und sagen, sie wollen Millionen von Jobs und Kleinunternehmen schaffen, indem sie weiter deregulieren und erneut die Steuern kürzen. Darüber hinaus, wie auch immer, sollen 1 Million Jobs aus China zurückkommen. Wie? Bleibt offen.